Franz Ohler hat einmal folgende Episode beschrieben. Mit den Taschen vom Abendeinkauf stand er vor seiner Haustüre und suchte den Schlüssel. Da hörte er zum ersten Mal in diesem Jahr eine Amsel singen. Wie schön, dachte er. Jetzt bringe ich schnell die Taschen hinein, stelle den Kehrichtsack für morgen früh vors Haus und höre noch ein bisschen dem Vogel zu. Als er mit dem verschnürten Sack vor die Tür trat, war der Gesang verstummt. Ja, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht verschieben. Ein Vogel zuhören. Ein Kind, das gerade am Spielen ist und ganz begeistert ist von etwas, bestaunen. Die letzten Sonnenstrahlen, bestaunen, das Abendleuchten. Aber auch eine Träne in den Augen von einem Freund sehen und still mitgehen. Eine Einladung zu einem Fest überkommen, das vielleicht zu einer ganz komischen Zeit stattfindet und unseren Alltag unterbricht. Da müssen wir den richtigen Moment verwünschen und auch nutzen. Jesus hat einmal eine Frage gestellt dazu. Mit wem aber soll ich die heutigen Menschen vergleichen? Kindern sind sie gleich, die auf dem Marktplatz sitzen und den anderen zurufen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Jesus war der Überzeugung, sein Leben sei so etwas wie eine Einladung zu einem Fest. Und er erzählt jemanden eine Geschichte, dass Menschen die Einladung verpasst haben und rausgeschoben haben. Ja, ich will sehen, wenn mich jemand einlädt, zum Mittanzen. Ich will mich bewegen lassen, wenn mich jemand einlädt, zum Mitklagen. Ja, wir machen es halt gerne anders. Wir sagen, ich muss zuerst noch den Berg E-Mail abarbeiten. Ich muss zuerst noch den Kübelsack an die Straße stellen. Ich gehe jetzt noch in Ruhe posten und dann habe ich Zeit, um mich zu freuen. Ich muss die Kundenanfragen unbedingt noch beantworten und dann rede ich mit dir. Mit dieser Haltung können wir das Leben verspielen. Und es zeigt sich uns nicht mehr, wenn es fest. Vielleicht aber könnte ja die Geschichte von Franz Ohler auch so verlaufen. Mit den Taschen vom Abendeinkauf stand sie vor ihrer Haustür und suchte den Schlüssel. Da hörte sie zum ersten Mal im Jahr eine Amsel singen. Sie stellte die Tasche zu Boden und hielt inne. Für einige Momente war ihr Herz wie verzaubert. Dann betrat sie das Haus.